Hollerö und herzlich willkommen zurück zu eurem Liebesguru Anne und die. Wir spielen Super Seducer, ein Spiel, das ich immer noch nicht hundertprozentig ernst nehme, aber irgendwie trotzdem interessant genug ist, um nicht vollständig das Let's Play abzubrechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, warum. Wahrscheinlich will ich auch einfach wissen, auf welche verschiedene Arten und Weisen dieser junge Mann hier es bei den Frauen schafft oder nicht schafft. Ja, gut. Kapitel 7, Direct Day Game. An einem sonnigen Tag siehst du eine Frau allein im Park spazieren. Hast du das Zeug dazu, dich mit ihr zu einem Date zu verabreden? Zählen sofortiges Date oder Telefonnummer? Das ist übrigens auch ein bisschen so, als ob ich einen Film gucken würde inzwischen. Also weniger ein Computerspiel. Was war das denn jetzt? War es japanisch? Gucke ich ein Anime? Was war das gerade? Oh, Moment mal. Oh, sorry. Falsche Einstellung. So, es tut mir leid. Ich habe da irgendwie anscheinend gerade falsch geklickt irgendwo. Gut, dass ich zufällig hingeguckt habe. Sonst nicht auszudenken, hätte ich das nochmal machen müssen. Wie willst du sie ansprechen? Nähere dich ihr von vorne, folge ihr ein paar Blocks, bis sie als erstes etwas macht. Das ist beides creepy. Aber wir wissen ja aus Kapitel 1, wir nähern uns von vorne direkt und geben ihr keine Chance abzuhauen. Yep, nice one. You definitely want to be in front and you want to pay attention to the amount of space between you because you want to leave enough room for her to comfortably slow down and stop. Ja, aber sicher. Wie willst du ihre Aufmerksamkeit erregen? Ich habe dich gerade gesehen und wollte dir sagen, dass du echt gut aussiehst. Ich habe dich gerade gesehen und wusste, dass ich mir den ganzen Tag in den Hintern beißen würde, wenn ich dich nicht anspreche. Das ist ein bisschen witzig. Ich muss schon sagen, dass du unglaublich sexy gehst. Heb sie hoch! Entschuldige, aber ich finde dich sehr attraktiv. Könnte ich vielleicht deine Nummer haben? Wenn das richtig wäre, wäre das richtig gut für einen Speedrun. Ich nehme mal das hier. Oh, hey, excuse me. Hang on a second. Look, I just saw you, and if I didn't come and say hi, I'd definitely regret it all day. Oh, really? Yeah, for sure. This is a nice option for a daytime opener. It's sincere, so you can always say it anytime you see a girl that you're very attracted to, and it brings out a smile and then makes them feel good. So even if she does have a boyfriend or something, you're actually doing good work by going around and saying this to women. Nice. I'm Richard, by the way. I'm Kate. Nice to meet you. Nice to meet you too. And what are you up to today? I'm going to meet a friend now. Hang on a second. Is it a boy or a girl? It's a girl. Okay, that's good. And look, hope you don't mind me asking, but we're in a park. Yeah. Right. And you're wearing heels and a dress. What's that about? I just had an interview. Oh yeah? Looking for a job? Yes, I am. Mann, ihr fragt ein bisschen viele Sachen. Aber stimmt, das wäre mir... Ich habe gar nicht drauf geachtet, was sie für Klamotten trägt. Ja, für den Park ist das ein bisschen overdressed. Da hat er recht. Der Typ hat ein Auge für... Ich will nicht sagen Details, weil das hätte auch mir ins Auge springen müssen. Aber dass er sie sofort analysiert, finde ich ein bisschen creepy. Seht ihr das genauso? Gut. Rate, dass sie einen Job als Stripper sucht. Warum würde man sowas sagen wollen? Frag, warum sie sich nicht einfach einen reichen Typen sucht und das Arbeiten sein lässt. Schöne Idee, ganz toll. Sag, dass sie den Job sicher kriegen wird, dass sie sehr kompetent wirkt. Kompetent in was? Frag, was für einen Job sie sucht. Ja, um weiter Smalltalk zu führen, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Sag, dass sie klug und attraktiv zu sein scheint und dass nur ein verrückter Arbeitgeber sie nicht einstellen würde. Da, schwierig. Klug, weiß er nicht, ihr habt erst drei Worte miteinander gewechselt. Attraktiv sollte bei einem Job nicht ein ausschlaggebendes Argument sein. Ich frage sie einfach völlig plain, was sucht sie eigentlich? So what job are you looking for? I want to be an administrator in a restaurant. Cool. In this case you do need a bit more information, so asking another question is the right choice. Danke. You said you just had an interview over there. What was yeah, right. that? Just in the restaurant over there. Ah, there's the restaurant right on the park, isn't there? Yeah, exactly. That's quite a fancy one. That's yeah, it pretty is. Good place to work. I like it.
And is it, I think it's Italian food, if I'm yeah, not mistaken, Yeah, it's right? Italian, Mediterranean cuisine and stuff. Well, that's good, because it's very tasty. But for me, I don't know, if I worked there, and yes. if they had free food, I'd just be, I don't know, like, getting huge. Really? Yeah, you need that's to find out problem. If they have free food there. If oh, they okay. do. Don't know. Okay, das wird awkward. Ich muss das Gespräch in eine andere Richtung lenken. Sag, dass du ein paar Restaurantleiter kennst und sie in Kontakt bringen könntest. Ist nett gemeint, aber könnte voll in die Hose gehen, da man gerne doch sehr unabhängig sein möchte. Vitamin B hilft da nicht unbedingt. Vor allen Dingen, weil die sich überhaupt noch nicht kennen. Okay, viel Glück. Ich kenne ein paar Restaurantbesitzer in der Stadt. Einige davon haben in der Verwaltung angefangen. Ist eigentlich auch ganz cool. Mal gucken. Sag, dass du einen Job für sie hast. Drogenschmuggeln? Ja, ganz toll. Ganz tolle Antwort. Herrlich. Ein Traum. Cool, ich hoffe, du findest einen guten Job, damit du mir kostenlos Essen geben kannst. Könnte witzig sein. Ist aber, glaube ich, noch nicht angebracht. Schlag dir vor, für dich zu arbeiten, kochen und andere Dienstleistungen. Ich gehe mit dem hier. Oh, you know what? I actually know a lot of restaurant owners in the city. And it's always interesting, their story. Some of them started even as waiters. Some of them as administrators, and then they work their way up to manager, owner, and stuff. So, yeah. Yeah, I mean, you're still young. Who knows what will happen in the future? Yeah, actually, you're right. This is perfect because, again, you've resisted that urge to help. You know, I can help you. I know these people. I can help rewrite your CV, whatever it is that a lot of guys have and the standard guys have. But the guys that she's most attracted to wouldn't do that. So you need to, you know, stay cool and answer in a way like this. You don't know her well enough after 1 minute, 2 minutes, 5 minutes to be helping her. Save it until she's your girlfriend. Ich könnte auf dem Bett sitzen und diese ganzen Tipps geben. My job. Well, I'm a salesman. oder yeah. Analysen. That's nice. What do you sell? Now I sell software. And actually, I started selling like cars and even double glazing back in the day. And now I sell software, so it's a lot more relaxed and it's quite good. I like it. Good being a salesman. You get to meet lots of people. Oh, I guess. Right. Yeah. And tell me, you know, I was just talking to my friends and they're looking for jobs at the moment as well. Oh. And they told me that they're kind of bitching about immigrants all the time. So what do you think? Because you're like unemployed, looking for a job. What do you think about the immigrant situation? Warum? Ich verstehe nicht, warum das Thema jetzt gerade Immigranten ist. Warum? Warum? Okay, wähle ihren Standpunkt. Mach ihn zum Gegenteil von deinem. Was? Ich glaube, es ist noch zu früh am Morgen für mich. Es ist 12:30 mittags. Wähle ihren Standpunkt. Mach ihn zum Gegenteil von deinem. Also gegen Immigration, weil das ist das Gegenteil von oder für oder hä? I think it's okay. I actually like the idea very much because immigrants bring diversity and you know it's a good thing. Ich stimme ihr zu. Moment, ich soll das Gegenteil? Hä? Moment. Und ich soll. Ich stimme ihr nicht zu, weil das hä? Moment, ich. Well, I don't really agree with it too much because you have to think you've got a culture, right, in a country, and then when you let in too many people from another culture, they have to really integrate, learn the language, make friends with the local people. Everyone has to get along well, and that's multiculturalism, and that's when it works. Yeah. But when you've got people coming in that aren't part of that, you know, you can't really say, okay, you know, as many can come as they like, right? Right. So really depends actually on the immigrants, their attitude and, you know, whether they can integrate. Because it's really beautiful when people do integrate. Yes, true. There are many ways to build attraction, but this is actually one of the most powerful. If you can use intelligence, reasoned argument and change someone's mind, it's really, really cool and sexy. So obviously try it in real life and well done for picking the right solution in this case.
Well, you know what? Ich habe nur das Richtige gewählt, weil ich versucht habe zu verstehen, was ich machen soll. Cool thing, und keine Ahnung hatte. Yeah, because like in England we've got so much tasty Indian food. It's just delicious. We've got Chinese food. It's wonderful. Yeah. And that wouldn't happen if we didn't have such a cool multicultural society. So that's definitely a positive. It's fantastic food. Yeah, and I agree. Maybe I'm just hungry now. Thinking about food, you've got the restaurant thing, but what's your favorite? Das mit dem Essen ist my favorite food is so eine Sache. Tacos. Ich habe auch Hunger. Tacos? Yeah, it's Mexican. Ach was. Ist das ein Euphemismus für Lesben? Warum? Junge! Sag das auch, dass du auch auf die mexikanische Küche stehst, in Klammern stimmt nicht. Sag ihr, dass das zu ungesund für dich ist. Stimmt. Das Spiel ist jetzt auch ein bisschen blöd, ne? Manchmal sagt es, ja, du musst ehrlich sein, aber sei nur ehrlich, wenn es auch was bringt. Wenn es nichts bringt, dann lüge ruhig. Das ist okay, aber lüg nicht, wenn es dir schadet. Sag ihr, dass das zu ungesund für dich ist. Ja, also für dich, für ihn, also für mich, also ja. Ist ja okay, kann man ja so sagen. Yeah, they're tasty, of course, I like all that. But you know, it's a little bit unhealthy. I'm more like a, you know, organic, healthy kind of guy. Okay. If you don't like something, feel free to come out and say it. If it's too much, if it's too negative, it's bad. But from time to time, it just shows a really shocking honesty that women find very rare, refreshing and attractive. And tell wow. me, can you cook? No, not really. Frauen stehen auf Ehrlichkeit. Come on, da habe ich ja richtig was gelernt. Ich notiere mir das gleich. Eggs, other egg-based dishes? No, I don't like it. No, pasta? Oh, no. You can't cook or you don't like it? I can't and I don't like it as well. Ich organisiere Unterricht für dich. Schon okay. Das ist aber schade. Dann solltest du aber wenigstens richtig gut blasen können. ja, schon okay. Wenn nicht, dann nicht. Das ist doch. Das ist einfach so dann. Oh, but that's okay. Not everyone can cook. And I don't know. Can always. There's these days what? Restaurants, deliveries, microwaves, ready. Like, no one cooks these days, do they? Sure. Mm, is it really okay? Klar ist das okay. Really think? In this case, she knows she could be better. You know she could be better. But you've given her a pass. So you could have done better to tease her about it or just say what you honestly think, but not go on about it, but just quickly say. I do cook a little bit from time to time. Quite like it. Oh, that's interesting. What do you cook? I like Italian food, I like healthy food, oh. So yeah, I've got a few like specialties that I make. Yeah, that's great. I think men are better at cooking than women. Yeah? Yeah, all great chefs are men. Well, that's actually true. Männer sind in allem besser? Männer können besser küssen, lehn dich vor und küsse sie. Das sind beides Dinge, die ich... Nein. Also, Männer können besser küssen und sie dann küssen, ist sowas von falsch. Und Männer sind in allem besser. Das kann ich beim besten Willen nicht behaupten. Aber das, wenn es so ein bisschen Teasing ist, so im Scherz gemeint, dann könnte das die richtige Antwort sein. Ich wähle das mal. Yeah, the men are good at cooking, but actually I go as far as saying men are better at pretty much everything. Oh, come on, you're kidding, right? Should I be kidding? Well, let's assume I meant it. Like, what's something women are better at, do you think? Everything. Oha, jetzt geht's los. Bodybuilding, powerlifting. Oh, wow. That's only one side, Formula okay? Formula One racing. No, women have football, better hockey. Intuition. Women are better artists. Women are better musicians. Da Vinci, Michelangelo. What? I don't know, that's stupid. Oh, maybe in the past women weren't allowed to. And whatever, everyone is women. Playful is always good, so that's a good option. Das war überhaupt nicht verspielt. Das, also, wir reden jetzt schon eine ganze Weile und es ist an der Zeit, den Sack zuzumachen. Nee, tut mir leid. Also, man kann drüber diskutieren, aber es gibt nichts, wo irgendeine Gruppe in irgendwas besser ist als eine andere Gruppe. Ich will mich da nicht groß auslassen, aber das wäre jetzt Quatsch. Also, die Argumentation, Männer sind in allem besser... Und dann erstmal die ganzen,
ich sag mal, natürlichen Vorteile, ja? Männer sind nun mal biologisch gesehen kräftiger. Wir können besser Gewichte stemmen. Yeah! Das macht uns Männer zu. Zu dem, was wir sind. Nein. Nein. Es gibt auch Frauen, die besser Gewichte stemmen können als ich. So. Und ja, dann sind vielleicht die meisten Chefköche männlich. Was aber nicht automatisch heißt, dass im Schnitt die Männer besser kochen können als die Frauen. Bei uns im Haushalt, wir sind 50% Frauen und 50% Männer. Und meine Freundin kocht definitiv besser als ich. Ach, komm, ich mach jetzt weiter. Es regt mich ein bisschen auf. So. Heute ist es ziemlich warm. Machst du irgendwelche Outdoor-Aktivitäten? Lade sie zu einer Swinger-Party ein? Lade sie zu dir nach Hause ein, weil es dann leichter ist, den Sack zuzumachen. Ich gehe mit den langsamen Sachen. Wieso habe ich immer das Gefühl, dass ich bevorzugt langsam an die Sache rangehe? Bevor mir mein Guru sagt, dass ich ruhig ein bisschen schneller sein kann. And do you do any outdoor activities or you're usually inside? Oh no, I love it. Yeah. I like walking. You see, I'm in the park right now. Yeah. And in your heels. Geht, du bist draußen. Actually, I like riding a bike. I have a bike. And oh wow, that's fun. Climbing and stuff. And wow, quite a lot then. Yeah, I like it. I would have never guessed that you're an active kind of girl because you've got. Well, I guess you don't have like huge nails or anything, but. No. Long hair. Oh wow. Yeah, hat sie direkt angefasst. Cool that you're active. This should be part of any conversation where you go from stranger to wanting to see them again, getting the number or instant date, whatever it may be. You need to take it to things that they like to do because you're looking for that reason to see them again, that common connection or that date suggestion that you can come up with. Aha. Gib ihr deine Nummer, schlag ein Date auf Grundlage der Dinge vor, die sie mag und lass dir ihre Nummer geben. Frag sie, wann sie ihre Periode hat, sodass du das Date entsprechend planen kannst. Gib ihr deine Steam-ID. Ja. Ach komm, ich muss das wählen. Ich muss das wählen. Gib ihr deine Steam-ID. Well, let's keep the connection. I tell you what, take my Steam-ID. It's Gambler P-U-A-T. What? You don't have Steam? No, I don't. You know what it is? I don't. Was? What the fuck? Get the fuck out of here. I'm not talking to you. Seriously? I don't know what she's doing, but anyway, like I said, Gambler P-U-A-T for me. And what's my PlayStation 1? Gambler P-U-A training. Und er hat gerade ein bisschen Werbung für sich selbst gemacht. Ich glaube, ich muss gleich mal nach Abschluss der Folge gucken, ob ich Gambler P-U-I-T finde. Oh Mann, das kann ja nicht wahr sein. Okay, also Steam-ID geht überhaupt nicht. Ja, dann nehmen wir was anderes. Wie wäre es mit, ich schlage ein Date auf Grundlage der Dinge vor, die sie mag, und dann soll sie mir ihre Nummer geben. Okay, cool. So my idea would be that, I don't know, we pick a day when the weather's good and we could ride bikes and I could even bring a few snacks and drinks and have a little picnic. Oh, I think that would be great. That's yeah? a nice plan. Excellent. Yeah. Cool, so put your number in my phone and sure. We'll sort it out. Okay. Here you are. That's brilliant because you've just got such a logical step to then suggest doing this for the date. So it's the right option. Well done. Yeah. Okay. Sag, dass sie jetzt gleich bei ihr durchklingelt, so dass sie deine Nummer hat. Verabschiede dich und gehe? Nein. Frage sie, ob sie später zum Vögeln treffen will. Oh, Vögel sind voll niedliche Tiere. Okay, komm, klingeln wir einfach mal durch. I'll call your phone right now, so that you've got my number too, right? Otherwise you won't know who's calling. Okay. Hang on. Scheiße, fake Okay, it's ringing, is it? Yeah, it's buzzing. Okay, cool. So you've got my number now as well. Okay. If you're going to be getting in touch with her, it makes sense to give her your number. Ach, she was. Can also go and, you know, check out your Facebook and do some snooping if she's that way inclined. Also, das ist jetzt Kapitel 7 und das ist das erste Mal, dass er sagt, dass es auch intelligent wäre, wenn sie
auch seine Nummer hat. Frag nach ihren Plänen für die nächste Woche. Frag, ob sie am Dienstag Zeit hat. Puh, lieber was Allgemeines oder schon lieber direkt konkret? Ich frag nach der gesamten Woche. What's your schedule like over the next few days? Let me think. I'm a bit busy, but on Thursday. Thursday is good. I can. You're free on Thursday? Yeah. Remember that every time you're speaking to a girl that you want to see again and you're going to get her number, you have to include this step. So well done for choosing it here. Make sure you build it in as part of your real life dating skills. You always find out what she's got coming up so that you know when you can see her again. Wisst ihr, ich finde das immer ganz, es ist, da ist auch ein bisschen Psychologie wieder hinter bei dem, was der Typ mit mir als Spieler macht. Ja, der erklärt immer und sagt dann immer noch zwischendurch oder zum Abschluss, well done. Ja, da fühle ich mich ein bisschen gebauchpinselt, weil ich was richtig gemacht habe. Das ist voll toll. Da fühle ich mich gut und deswegen spiele ich weiter, weil ich diese Bestätigung einfach brauche von irgendeinem Typen, der mir fortschreibt, wie man mit Frauen umzugehen hat. Da fuck. Nein, okay. Well done. So. Sagt, dass ihr in Kontakt bleibt und dass es toll war, sie kennenzulernen. Sagt, dass ihr echt süß ist und umarme sie zum Abschied. Sagt, okay, wir sehen uns. Geh ohne zu lächeln. Ohne zu lächeln. So nach Motto so. Okay, wir sehen uns. Und dann einfach weg. Können wir sie schon umarmen? Ist das zu viel? Irgendwo anders hat er gesagt, als wir da beim Daten waren. Letztes Kapitel. Oder war das bei der Bücherfrau, deren Ende wir gespoilert hatten? Dass wir da zu kühl waren. Aber wir kennen uns doch kaum. Ich kann keine Frau umarmen zum Abschied, die ich gerade mal 10 Minuten lang kenne. Ich umarme nicht mal Freundinnen, die ich schon seit 5 Jahren kenne. Deswegen war toll, sie kennenzulernen. Moment, halt. Das Ziel war doch nicht. Ich habe doch die Telefonnummer, ne? Ziel war Date oder Telefonnummer? So. Well, it was so lovely meeting you. Really yeah. Nice. You're just a wonderful girl. Thank you. Really special. Thank you very much. See you then. Yeah, bye. Oh, sie hat auf mehr gewartet. That's all right, but you know, it might seem a little bit counterintuitive, but the warmer the goodbye, the worse, because then she's very sure that you like her and she's very sure that your message, and she's more likely to go into that playing hard to get role because she knows you'll keep chasing. But still not too bad. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich wollte es nicht riskieren. Yep, nice one. You definitely want to be in front. Ja. So, wir machen jetzt noch Folgendes. Einmal, halt, stopp. Nein, wir machen doch. Ich fasse jetzt schon zusammen und dann machen wir noch was. So, ich habe mir das erstmal auch Notizen gemacht von den Tipps, die ich aus diesem Kapitel mitnehmen möchte. Okay, passt auf. Liebe angehende Super Seducer, merkt euch, erstens, Frauen mögen Ehrlichkeit. Das wusstet ihr vielleicht nicht. Ihr seid bestimmt davon ausgegangen, dass Frauen es hassen, wenn man ehrlich ist. Sie mögen es, belogen zu werden. Deswegen Ratschlag Nummer 1, ne? Im Hinterkopf behalten, Frauen mögen Ehrlichkeit. Zweitens, Tacos sind ungesund. Auch das solltet ihr euch hinter die Ohren schreiben. Was ihr hier auch noch mitnehmen könnt aus diesem Kapitel, ist mein dritter Tipp. Immigration ist ein super Thema zum Anbaggern. Ja, mein persönlicher Favorit. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, meiner Meinung nach, um mit einer Frau zu quatschen, wenn man über Immigration spricht. Das ist ein richtiger Aufreißer und macht die meisten Frauen richtig scharf. Viertens, merkt euch, auf jeden Fall, Männer sind in allem besser. Punkt. Kompromisslos. Ja. Und Hinweis Nummer 5, schreibt euch das auf jeden Fall auch hinter die Ohren. Frauen lieben Steam. Deswegen vergesst Handys, vergesst Name, vergesst Facebook-Seiten. Die Steam-ID wollt ihr. So, und damit gehen wir auch direkt über zu meinem nächsten Punkt. Ich lasse diese sexy Stripper-Musik im Hintergrund laufen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob ich das hinkriege, was ich vorhab. Nämlich. Das jetzt, kann sein, dass ich jetzt ein bisschen cutte, damit ich das hinkriege, was ich hinkriegen will.
So, da sind wir wieder. Das ist. Oh, hoppla. Gut, ich wollte eigentlich sagen, das war Steam. Kann man Freunde nicht mehr über Namen suchen? Doch hier, Profilnamen des Freundes. Ich suche jetzt unseren Kumpel. Gambler. PUIT. Nein, schreibt man den zusammen? Schreibt man nur Gambler? Gambler, 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 Gambler. Ich glaube, ich wurde belogen. Ergebnisse 1 von 20 bis 20 von 5892. Gut, dann suche ich jetzt nicht nach Gambler, sondern nach PUIT. Das sind auch nochmal 174. Hat er seinen Steam-Account gelöscht? Oh. Hat er keine Lust auf Spam? Hat er keine Lust auf mich? Ich wollte dich jetzt adden. Nee, dann finde ich so einen jetzt nicht. Oh. Mann. Ich wollte meinem Guru hier jetzt gerade schreiben. Mann. Gut, ich habe noch zwei, drei Seiten. Nein, ich wollte dich nicht als Spam melden. Wow, es tut mir leid. Sorry. Sorry. Gambler? Wieso auch immer ich den jetzt kriege. Nee. Ja, schade. Dann kann ich ihn leider nicht als Freund adden. Mann, ich bin enttäuscht. Gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, das war's dann wieder mit dieser Folge. Ihr wisst, was ihr wissen müsst, wenn ihr Frauen im Park trefft. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Seducer wieder. Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Anna und die. Tschüss, Leroux. Holleroe, ich habe nochmal nachgesehen. Er heißt nicht Gambler PUIT, sondern PUAT. Da ist er. Ich weiß nicht, ob der echt ist. Auch bekannt als Get Stickbug Noob, Nelu the Badass Bear, Thanos Gibby, Bell Delphine Fanboy Number One. Ich klicke mal kurz auf sein Profil. Oh mein Gott. Ich mache jetzt Werbung für ihn. Ach du Scheiße. Oh Gott, nee, das ist mir. Nee. Ist der echt? Ist er das wirklich? I add you like you ask it in the game. Haha, nice Easter egg by the way. Hey dude, I just recently played your Super Seducer game during my country's lockdown. Really surprised Dima. Es wäre witzig, wenn er auch darauf antworten würde. Aber. Ist er denn echt? Auf jeden Fall gibt's ihn. Ich habe keine Freunde mit ihm gemeinsam. Warum auch? Ja. Jetzt guck mal nach, was er für Spieler hat. Er spielt Among Us. Moment, nach Spieldauer sortiert. Hat er überhaupt Spiele gespielt? Anscheinend nicht. Bitte nur Spiele zeigen, die wir beide besitzen. Er besitzt Super Seducer. Ich wollte gerade was sagen. Oh mein Gott, er spielt Super Meat Boy. Warum wird denn da keine Spieldauer angezeigt? Aber Achievements hat er. Honeycam Studio spielt er. Interessant, interessant. Ich glaube, ich ziehe gerade die Folge unnötig in die Länge. Super Meat Boy war wohl nicht dein Spiel, was? Und Super Seducer auch nicht. Du hast nur ein Achievement in deinem eigenen Spiel? Loser. Schreibt er Rezension? Verrückt. Verrückt. Okay. Nein, ich werde ihn nicht. Ich werde ihn definitiv nicht adden. Irgendwo hört es dann mal auf. So, das war es jetzt mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Leroux.